Herzlich willkommen zu Female Force. Mein Name ist Tamara Leopoldsberger und ich möchte hier über einen etwas anderen Feminismus sprechen und euch einladen, mit mir auszutauschen und euch mitzuteilen. Die Meinung aller Geschlechter ist hier erwünscht. Mein Podcast soll Mut machen, andere Perspektiven aufzeigen und euch ganz deutlich machen, dass es ganz, ganz viele Powerfrauen gibt. Ich freue mich sehr auf dich und dein Feedback. Alle Infos findest du in der Podcast-Beschreibung. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Female Force. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute zu Gast ist Christina Hammer, besser bekannt als die Boxerin Lady Hammer. Sie ist 1990 in Kasachstan geboren und wuchs im hessischen Sontra auf. Heute lebt und arbeitet sie in Dortmund. Mit 13 Jahren begann sie mit dem Boxen. Ihre sportbegeisterte Familie, insbesondere ihre Onkel, unterstützten sie dabei. 2009 gab es ihr Box-Profi-Debüt gegen Melissa Cocta und bereits 2010 gewann sie gegen Teresa Parosi und wurde mit 20 Jahren WBO-Weltmeisterin. 2018 gelang es ihr als erste deutsche Boxerin nach Max Schmeling, ihren WM-Titel gegen Tori Nelson in den USA zu verteidigen. 2019 erst verlor sie ihren Weltmeistertitel gegen Clarissa Shields. Sie studiert jetzt nebenbei Sportwissenschaften und ist weiterhin erfolgreich als Boxerin. Zuletzt in einem Kampf im Mai 2022 in den berühmt-berüchtigten Sartori-Hallen in Köln, wo bereits die Klitschko-Brüder gekämpft haben, gegen die Russin Luisa Davidova. Christina, Lady Hammer, herzlich willkommen. Hallo. Das freut mich natürlich, mit dir heute sprechen zu können. Also wir können relativ offen und ehrlich sprechen, weil ich bin immer ein großer Fan davon, auch Sachen anzuschneiden, wo sich keiner dran traut. Und ja, Tabuthemen. Ich freue mich auf deine Fragen. Sehr gut, sehr gut. Ich gratuliere dir erstmal zu deiner Wahnsinnskarriere. Also wenn man sich Bilder und Videos von dir anschaut, dann weiß man auch besonders als Frau, was dahinter steckt, so einen Body zu haben, so einen definierten Körper, wie viel Arbeit das ist. Ich darf das sagen, du wiegst bei einer Körpergröße von 1,80 72,5 Kilo aktuell. Wenn ich kämpfe, ja. Genau, und für mich ist das einfach nur optisch reine Muskelmasse, ja. Gibt es denn bei dir auch mal Momente, wo du einfach keinen Bock auf Training hast? Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist eine Lüge, wenn man sagt, nee, ich bin immer voll motiviert. Es ist ganz normal, dass man mal nicht so motiviert ist oder dass man keinen Bock hat, weil das Ding ist, für den Profisport, man braucht halt einen harten Charakter und nicht jeder ist dafür gemacht. Nicht jeder kann es auch aushalten, weil du musst extrem viel verzichten, wenn alle anderen Partys machen am Wochenende, da musst du einfach zu Hause sitzen, weil du in Vorbereitung bist und ich habe sehr, sehr viel verzichtet in meinem Leben, aber ich habe auch super viel gesehen durchs Boxen und viele Länder und viele Sachen durchs Boxen gelernt und deswegen habe ich so die Zeit von 20 bis 30 einfach nur zum größten Teil beim Sport und für den Sport verbracht. Ja, das ist gesund sicherlich auch in einer gewissen Weise, aber kann natürlich auch zerren an Körpern. Wie war das denn für dich, in so einer Männerdomäne dich durchzusetzen? Ja, Boxen ist ja eine krasse Männersportart. Also da sind sehr, sehr viele Ego-Shooter unterwegs, die es nicht verkraften. Ja, wenn eine Frau besser ist, so zum Beispiel, weil ich bin auch nicht ein kleines, zartes Reh, sondern ich habe halt schon auch meine 75 Kilo bei 1,80 und ich trainiere sehr, sehr oft, eigentlich zum größten Teil in meiner ganzen Karriere nur mit Männern. Und ich mache auch gegen die Sparring oder ich kämpfe auch gegen die. Und dann gibt es auch schon das eine oder andere Mal, wo die voll ausrasten und dann, dann kriegt der Schlüsselfalten, Bluten, Nasebluten und so weiter. Das ist schon sehr, sehr oft passiert, dass Typen damit nicht klar kamen, dass ich stark bin, dass ich auch zurückhauen kann und sind da voll ausgeflippt. Ja, okay, weil die Vorurteile haben so nach dem Motto, ich mache jetzt mal ein leichtes Spiel und dann werden die überrascht. Ja, und viele wollen sich auch von der Frau nichts gefallen lassen, das muss man ja so sagen. Okay, ja, das ist schwierig, okay. Du sagst, dass du den Competition-Faktor so sehr liebst, dass du dich bewusst für deine Karriere entschieden hast und keine Uhr bei dir ticken hörst, also weder was das Heiraten anbelangt, noch Kinder kriegen. Wie reagierst du da drauf, wenn man sagt, das sind ja ziemlich männliche Attribute? Wo bleibt da die Frau?
Also für mich persönlich, ich sage immer, ich habe so zwei Gesichter, ich habe zwei Leben. Einmal das Sportliche und einmal, wenn ich aus dem Gym oder aus dem Ring rausgehe, ich bin ganz normale Frau und ich mag es auch, in hohen Schuhen oder Klamotten, schöne Klamotten anzuziehen. Und das ist für mich, das eine schließt das andere nicht aus. Man kann beides, aber man muss halt schon ziemlich knallhart sein, wenn man so einen Sport macht. Weil es ist der Wind ist ein rauer, sehr, sehr rau. Und das muss man erstmal abkönnen, so viel Männern auch zu trainieren. Auch der ein oder andere Spruch wie lauf mal vor mir, ich lauf deinen Arsch gucken oder so ein Zeug. Yeah. Das, als ich jünger war, wusste ich nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Yeah. Aber ja, je älter du wirst, desto mehr Respekt haben auch die Leute. Okay, da traut sich keiner mehr. Die lernen, dass das mit mir nicht, nicht so umzugehen ist wie mit irgendwem. Sondern ich bin dann auch sehr, sehr schlagfertig und konter dann auch direkt. Ja. Und weil ich lasse mir halt gar nichts gefallen und das habe ich halt beim Boxen gelernt. Wenn du was willst, musst du auch dafür kämpfen. Ja, klar. Ich stelle mir das gerade vor, du stylst dich auf. Ich meine, du bist eh schon 1,80 groß und ziehst da High Heels an, meine Güte. Also so groß muss ein Mann ja auch erstmal sein, um nicht irgendwie allein schon zu dir aufzuschauen. Was für ein Typ Mann muss man denn sein, um mit dir zusammenzukommen, mit Christina Hammer, mit Lady Hammer? ja, Körpergröße ist natürlich so eine Sache für sich. Man kann jetzt nicht sagen, über 1,90 finde ich super. Ja, finde ich super persönlich, weil es muss ja auch irgendwie passen so, aber für mich ist der Charakter viel, viel wichtiger und also oberflächliche Sachen, ja, finde ich, klar muss man sich irgendwie hingezogen zu jemandem fühlen, aber ich finde, der Charakter spielt eine wesentliche Rolle und Schönheit vergeht, aber der Charakter bleibt. Okay, also würdest du sagen, so ein Teddybär neben dir wird gehen oder musst du auch sportlich sein? Ja, das muss schon sein. Also Sport ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil in meinem Leben und Sport und Essen, was alles, was dazugehört, das gehört zu mir. Und wenn das, ich komme halt nicht mit so faulen Menschen klar oder so Couch-Potatoes oder so. Leute, die sich gar nicht für Sport interessieren und sich nicht für ihren Körper interessieren, mit sowas komme ich nicht klar. Okay, ja, okay, das kann ich verstehen. Es gibt ja im Bereich... Und die auch nicht mit mir, die denken so, hä, die ist total bescheuert, die ist voll übertrieben. Ja, genau, du investierst ja sehr viel Zeit, ne? Genau, in deinen Sport und deine Gesundheit und dein Fitness. Auch wenn ich nicht trainiere, ich bin extrem aktiv und auch im Urlaub, mein Pensum schafft nicht jeder. Ich bin immer irgendwie am Wasser machen, irgendwas unternehmen oder Aktivitäten, so wie Wassersport. Ich liebe das einfach und da können nicht viele mit mir mithalten. Ja, also abhängen auf der Liege am Pool ist nicht so dein Ding. Nee, nicht so richtig. Okay, ja gut. Es gibt ja im Bereich des Profisports nicht nur die Gender Pay Gap, die ungleiche Bezahlung, sondern auch eine ungleiche Berichterstattung. Also 90% der medialen Aufmerksamkeit gilt den männlichen Sportlern. Das heißt, bei gleicher Leistung erhalten Frauen weniger Anerkennung und weniger Geld. Was kannst du denn dagegen tun, beziehungsweise wie gehst du damit um? Ja, ist natürlich schon ein sehr schwieriges Thema, weil es ist immer noch heutzutage der Fall. Und ich frage mich so, was muss denn noch passieren? Also wir machen die alle den gleichen Job, die gleiche Leistung. Und ja, deswegen ist halt auch mit Instagram auch ein bisschen schwierig, weil du musst einfach mehr von dir preisgeben und du musst mehr über diese Schiene, dass du anders aussiehst, dass du ein bisschen mehr so diese sexy Schiene fährst. Weil die Leute gucken einfach hin und die interessieren sich dann mehr für dich, als wenn du, keine Ahnung, ein langweiliges T-Shirt anhast. Mhm. Das ist halt immer so ein bisschen, ja, zwiegespalten. Ich weiß, nicht jeder sagt so, ja, finde ich toll, im Bikini dich zu sehen. Ja. Oder, aber ja, irgendwie muss man halt schon schauen, dass man wahrgenommen wird von den Leuten und auch gesehen wird. Und da ist halt auch Instagram manchmal so eine gute Plattform für. Mhm. Aber es ist halt trotzdem noch schwierig, dass Frauen so viel machen müssen, um ein bisschen mehr Anerkennung als normal zu kriegen. Also viel mehr. Ich höre da so ein bisschen raus, dass du das nicht super gerne machst, diese Sex-Sales-Fotos in Anführungsstrichen. Das heißt, dein Body ein bisschen mehr zu präsentieren. Doch. Auch mal, das macht dir Spaß. Ja, also ich stehe zu meinem Körper und das hat für mich auch sehr, sehr lange gedauert, weil ich einfach ein ganz
anderer Typ bin als alle anderen so. Und das hat, ich fahre halt überall auf, wo ich hingehe. Viele Typen sprechen mich an, sagen so, boah, krasser Body, was hast, wie, was isst du, was machst du? Ja. Wo ich mir denke, okay, toll anmache, danke. So, und ich stehe dazu, weil ich bin das einfach und ich mag das auch so, dieses Taffe und trotzdem auch sexy zu sein, weil feminin. Ich stehe zu meinem Körper und ich habe hart dafür trainiert und ich mache immer noch sehr, sehr viel dafür. Warum soll ich sie nicht zeigen? Ja. Aber manchmal ist es halt schon ein bisschen blöd, dass man nur darauf reduziert wird, weil die Leute lesen die Texte gar nicht durch, dass man, was man da drunter überhaupt schreibt, sondern die gucken das Bild an und sagen, boah, geile Alte. Ja, ja, so ungefähr. Das ist es, meinte ich, ja. Das ist traurig, aber ja. Genau, das ist das, was ich meinte. Also eigentlich schaut man ja bei Männern eher auch so auf die Leistung. Es wird jetzt nicht gezählt, wie viel ist das da? Ist das ein Sixpack oder ein Eightpack? So ungefähr, ne? Bei den Männern, sondern hey, der hat ein geiles Tor geschossen, der kriegt jetzt mal eben 10 Millionen Euro mehr, so ungefähr, ja. Jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Und ich höre bei dir heraus, dass du sehr viel mehr leisten musst, aktiv sein musst, um wahrgenommen zu werden, Anerkennung zu kriegen, weil du ja natürlich auch nicht die einzige Boxerin bist, ne? Aber einer der erfolgreichsten. Also es ist schon krass, ich muss sagen, ich kenne natürlich auch Boxerinnen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, bis vor kurzem kannte ich dich nicht, weil ich in dieser Boxerszene überhaupt nicht mich auskenne und mich da das auch nicht so verfolge. Aber als ich dann gelesen habe, was du eigentlich bisher geleistet hast, ich dachte, Wahnsinn, wieso habe ich noch nie von ihr gehört? Das kann doch nicht wahr sein. Also das ist das, was mich so ärgert, wo ich denke, diese mediale Aufmerksamkeit, wenn du jetzt ein Mann wärst, wow, also ne, wow, mit deiner Leistung muss man nicht reden. Dann wäre ich schon Multimilliardär. Ja, so ungefähr, ne? Multimillionärin bist du schon, aber Multimillionär. Genau. Sag einfach dein Wort in Gottes Ohr, das passt schon. Genau. Ja, also worauf ich eigentlich auch hinaus will bei den Unterschieden ist eigentlich das Offensichtliche, das, was die Natur mit sich gebracht hat. Ne? Die britische Sprinterin Geraldina Rachel Escher-Smith hat es auf den Punkt gebracht, ich weiß nicht, ob du sie kennst, die beklagte sich jüngst, dass sie nicht so leistungsfähig sei, wenn sie ihre Periode hat. Ist das bei euch Boxerinnen auch ein Thema? Das ist allgemein ein Riesenthema für Frauen, weil ich finde immer, dass es so ein Tabuthema ist, aber was eigentlich gar nicht sein sollte, weil es gehört einfach dazu. Frauen sind einfach anders und Frauen haben einfach ein anderes Hormonsystem und das gehört dazu. Und manchmal, wenn ich, also ich habe ein eigenes Coaching und da habe ich auch sehr, sehr viele Frauen dabei und ich frage die als allererstes so, ey, kommt deine Periode regelmäßig, ist alles okay oder hast du starke Schmerzen oder so weiter und so fort. Und die sind immer voll erstaunt, wenn ich darauf anspreche, weil das einfach niemand tut. Okay. Und das ist immer noch ein Tabuthema, dass man das ein bisschen verstecken will und nicht so nach. Das ist ja ein Zeichen von Schwäche für viele Frauen, auch für Leistungssportlerinnen, obwohl, wie du sagst, das ja zu uns gehört. Es ist viel besser, das zu thematisieren, damit umzugehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber das Ding ist, die meisten Trainer sind männlich und die Frauen schämen sich auch, irgendwie irgendwas zu sagen. Ich sag dir ehrlich, ich habe auch noch nie mit einem männlichen Trainer darüber gesprochen. Die haben mich auch noch nie darüber gefragt, so hey, es ist gerade irgendwie schwierig für dich oder kommt, passt das oder wie läuft das? So, das interessiert die auch gar nicht, habe ich das Gefühl manchmal so. Das ist so, oh Gott, ich will rede ja nicht darüber. Ja. Wo ich mir denke, warum denn so? Das ist ja was ganz Normales, was ganz Menschliches. Klar ist das nicht die allergeilste Woche im Leben, wenn man die Periode hat, aber ich habe halt geschaut, dass, also ich gucke halt immer wieder, dass ich nicht, weil das Ding ist, ich muss ja auch noch mit meinem Gewicht irgendwie hinkommen. Und wenn das in dieser Woche fährt, weil das kann halt manchmal bis zu 2 Kilo Unterschied machen, wenn du deine Periode hast. Man wiegt dann 2 Kilo mehr mal eben, ne? Ja, ist so. Und du hast eigentlich gar nichts anders gemacht, sondern es ist halt aufgrund der Periode. Und ich habe das halt schon so ein bisschen für mich herausgefunden, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Vieles hängt auch vom Essen ab und so. Ja. Ich habe halt auch so ein bisschen Bezug zu Gluten und so rausgefunden, dass dadurch auch so ein bisschen der Körper anders reagiert, mehr Wasser speichert. Und zurzeit, also jetzt irgendwann, habe ich meinen Körper so in den Griff gekriegt, dass ich nicht mehr viele Schmerzen habe oder auch nicht so viel Wasser ziehe und nicht so schwer werde, weil meine Ernährung halt meinen Körper sich auch ein bisschen angepasst hat.
Wie hast du das gemacht? Darf ich fragen, hast du dann mit basischer Ernährung dann angefangen oder wie Ja, funktioniert auch das bei viel dir? so plant-based und auch Ja, kein Gluten mehr. genau. Wenig Milchprodukte, was Milchprodukte fördern das Ganze so ein bisschen, diese Ja, krampfartigen Sachen. genau. Und ja, da habe ich halt viel geschaut, was kann ich machen. Zum Beispiel auch Brennnesseltee, wenn hart auf hart kommt, dass man da noch ein bisschen entwässern kann und so weiter. Ja, Halt genau. so normale Sachen, ohne dass man irgendwie krass irgendwas zu sich nimmt, weil du kannst auch nicht irgendwelche Schmerztabletten die ganze Zeit reinhauen. Ist auch nicht Ja. so gut. Und ich hasse sowieso Tabletten, deswegen habe ich geguckt, was kann ich anders machen. Ja. Ja, krass. Ja, das ist erstaunlich, ne? Also, dass es jetzt nach und nach immer mehr Leute thematisieren, weil es geht ja nicht nur Sportlerinnen so, es geht ja allen Frauen so, die irgendwie Ja. performen, auch Musikerinnen, ne? Also, die dann auf der Bühne stehen, die vielleicht irgendwie lieber irgendwie im Bett mit einer Wärmflasche und einer Tasse Tee, aber die müssen Vollgas geben auf der Bühne. Ja, genauso wie du da im Kampf stehst und keiner weiß. Also ist da vielleicht gerade was im Argen, so ungefähr, ne? Wie ist das Ja. eigentlich? Ja, sprich Und das ruhig. Ding ist, du musst ja noch auf die Waage gehen, ne? Ja. Das kannst du nicht sagen, ha, Leute, ich habe mein Tage, wie wär's, wenn wir den Kilo draufpacken? Sagen, ja, halt die Klappe, Mann, du wirst hier gar nichts Ja. melden. Ja. So, du musst einfach abliefern und in dem Moment darfst du dir auch keine Schwäche erlauben. Ja. Und also zum Glück habe ich oft, sehr oft Glück gehabt, dass es immer so gefallen, dass ich keinen Wettkampf hatte, weil, boah, man kann nicht sagen, es ist irgendwie jedes Mal unterschiedlich. Du kannst nicht sagen, boah, ich habe so Bauchschmerzen, heute ist gar nicht mein Tag, aber du musst, du hast keine andere Wahl. Ja. Wie ist das denn? Also ich als Laie habe immer gedacht, wenn man so viel Sport treibt, dann ändert das auch die Periode im Sinne, dass die schwächer wird, mal ausfällt etc. Das kennt man ja von ganz diesen Ja. Leichtathletik-Leistungssportlern. Ist das bei euch auch so? Ja, auf jeden Fall. Also je tiefer dein Körperfettanteil geht, desto unregelmäßiger kommt auch deine Periode. Okay. Weil der weibliche Körper ist eigentlich ein Wunder, weil er so viele Sachen koordinieren kann und auch er macht es ja zum Schutz. So, er speichert extra Fette und so weiter, um die weiblichen Organe zu schützen. Und je Ja. weniger Fett du hast, desto unregelmäßiger läuft das Ganze. Ja, genau, es ist eine Umstellung. Es ist eigentlich ein bisschen gegen die Natur arbeiten, aber es ist auch einfach eine Sache des Wollens, wenn Frauen das so wollen und wenn sie das möchten und das genauso wie bei dir deine Leidenschaft ist und dein Leben, dann ist das auch völlig legitim. Da gibt es überhaupt nichts zu verurteilen oder zu kritisieren. Und ich finde es einfach eine wahnsinnig tolle Leistung, was die Disziplin anbelangt. Ne, weil wenn ich das so sagen darf, auch wenn es diskriminierend klingt, ist es für eine Frau viel mehr, erfordert es viel mehr, diese Leistung zu erbringen als für den Mann, weil von dem Mann ist es eigentlich in die Wiege gelegt, ne? Das Muskulöse und so. Da muss man eigentlich. Oder siehst du das anders? Sehe ich das falsch? Ich Also überlege das, gerade laut. ich würde nicht sagen, dass es also so heftig in die Wiege gelegt ist. Na klar, die Anatomie von einem Mann ist einfach anders. Ist Genau, Tatsache. meine Da kann ich. man auch nicht so rütteln. Auch Eben. das Hormonsystem ist anders. Männer haben natürlich mehr Testosteron als wir Frauen. Ja. Aber ich finde, jeder hat die Wahl, etwas aus seinem Körper, aus seinem Leben zu machen. Und es ist egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist. So, das heißt nicht, nur weil du ein Typ bist, dass du jetzt sonst was für gute Voraussetzungen hast. Jeder hat so ein genetisches Gut, aber es ist deine Sache, was du daraus machst. Die einen sagen, ach, ich habe Talent, ich mache nicht so viel und dann wird aus denen ja auch nichts. Aber die meisten, die sich wirklich den Arsch aufarbeiten, die kommen dann meistens weiter als die, die wirklich Talent haben. Ja, das stimmt, da hast du sehr wohl recht, das stimmt schon. Ich wollte eigentlich auf die biologischen Gegebenheiten einfach aus, dass von der Anatomie her die meisten Männer, wenn sie wollen würden und die genetische Disposition dafür haben, es etwas einfacher haben als Frauen. Jetzt muss ich dich nochmal konkret fragen, also wie gehst du denn jetzt um damit? Ich könnte mir vorstellen, wäre ich an deiner Stelle, mich würde es extrem wurmen, diese Gender Pay Gap und dieser Ja. ständige Kampf auch um diese Aufmerksamkeit in den Medien, ne? Also, dass du eben sehr viel mehr machen musst. Was machst du da konkret gegen? Oder wäre dein Aufruf, was dagegen zu tun für in der Gesellschaft? Das ist echt eine schwere Frage, Ja. weil natürlich kämpfe ich schon so viele Jahre dagegen und ich habe einfach versucht, ja.
mich immer wieder zu zeigen, immer wieder mit Leistung auch zu glänzen und zu zeigen, hey, es ist möglich, wenn man das wirklich will. Und es ist jetzt nicht so, dass ich alles in die Wiege gelegt bekommen habe, sondern ich komme aus einem ganz, ganz kleinen Dorf und ich habe mich halt bis nach Amerika sozusagen hochgearbeitet und ich habe nie aufgehört, daran zu glauben. Und klar, wenn ich ein Typ wäre, wäre ich schon Multimilliardär, wenn ich so oft meine Titel verteidigt hätte und Weltmeister gewesen wäre, aber ja, ich bin halt eine Frau und das ist manchmal schon sehr, sehr schade, aber ich möchte mich auch so auf das nicht so reduzieren lassen, sondern ich mache das Beste draus, was ich kann. Und was ich beeinflussen kann, das beeinflusse ich. Und den Rest, ja, ist halt so, wie es ist. So. Aber wenn man immer ruhig ist und nicht seinen Mund aufmacht, wird es auch nicht besser. Und deswegen finde ich es gut, dass immer mehr aus ihrer kleinen Schublade rauskommen und sagen so, hey, so und so, das und das ist nicht gut und das passt nicht, weil so kann man vielleicht auch ein bisschen den Leuten so einen Denkanstoß geben und sagen so, hey, das passt nicht so, weil wir leisten dasselbe und wir kriegen aber nicht dasselbe. Genau. Und ich gucke mir das auch gerne an. Ich muss sagen, bei Frauensportarten einige, die so männerdominiert sind wie Fußball, gebe ich ehrlich zu, ich gucke mir Frauenfußball nicht so gerne an, aber Frauenboxen erstaunlicherweise schon. Ich weiß nicht, ich kann dir nicht sagen, woran das liegt, aber wenn es toll, schaue ich es mir gerne an. Also der Sportart. Ja, der Sportart, weil vielleicht einfach, naja, es ist besonders zu sehen, wenn Frauen sich prügeln, in Anführungsstrichen, ne? Und das auf eine so tolle, technisch versierte Art, ne? Und aufzupassen, dass man nicht auf die Fresse kriegt und irgendwie gewinnt. Also meine Tochter fragte mich auch, ja, Mama, wieso sehen eigentlich alle Boxernasen so aus? Da habe ich gesagt, ja, Schatz, das ist nun mal so, wenn man immer wieder auf die Nase kriegt, ne? Und sagt sie, ja, und wie kann man das dann ändern? Ich sagte, womöglich am Ende der Karriere mit einer OP, wenn man will. Aber das gehört dazu, gell? Dass man dann quasi gewisse Blessuren auch als Frau mit sich trägt. Ja, Blessuren kommen schon vor, aber ich würde nicht sagen, dass eine kaputte Nase immer so das Mitbringsel ist, sondern meine war Gott sei Dank nie gebrochen und das kommt halt auch immer für dich nach so einer langen Karriere. Ja. Ja. Das kommt auch immer auf deinen Stil und auf deine Technik drauf an, weil ich habe halt immer mehr Reichweite als die anderen gehabt und deswegen habe ich die schon ein bisschen mehr länger gehalten, weil ich wollte nicht, dass mein Gesicht irgendwie so komisch danach aussieht. Ja, und ich habe auch zum größten Teil geschafft. So, natürlich passiert es mal das ein oder andere Pfeilchen, aber es vergeht auch so. Aber ich habe nie großartige Verletzungen im Boxen gekriegt. Okay. Ja, super. Das ist natürlich ein riesen. Das kommt halt auch ganz, ganz oft drauf an, wie bei allen Sachen, wie du lebst. So, wenn du danach lebst und wenn du wirklich auf deinen Körper auch aufpasst, nicht nur in der Vorbereitung, sondern dein ganzes Leben, weil ich sehe meinen Körper als Kapital an. Es ist das, was ich geschafft habe, was ich erreicht habe und das muss ich auch drauf aufpassen, weil mein Leben besteht ja nicht nur aus meiner boxerischen Karriere, sondern danach geht ja mein Leben weiter, so ist ja nicht. Und ich habe auch ein Leben außerhalb vom Boxen. Ja. Und deswegen muss man darauf aufpassen, dass man gesund bleibt, dass man sein Energiepensum da ein bisschen anpasst, dass man trainiert, dass man gut schläft und gut isst und alles. Und deswegen versuche ich ganz oft, normalen Menschen so ein bisschen was beizubringen, wie sie ihren Körper behandeln sollen. Weil ganz oft, die wollen sehr viel leisten, aber sind nicht bereit, irgendwas dafür zu tun. Wie Wasser trinken und ordentlich schlafen, wo ich mir denke, ey, das sind zwei Punkte, das ist nichts. Das sind keine großartigen Geheimnisse, es ist einfach nur was. Es ist total lustig. Ich finde das auch so lustig. Es gibt ja diese EMS-Bauchgürtel. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und dann setzen sich einige einfach auf die Couch abends und essen dabei eine Tüte Chips und denken, hey, ich trainiere meine Bauchmuskeln. Da muss ich auch immer so lachen. Ja, aber du studierst ja auch Sportwissenschaften und solltest du dann irgendwann nicht mehr aktiv tätig sein als Boxerin, bist ja ein riesengroßes Vorbild und kannst in dem Bereich ja, bist du wahrscheinlich auch schon als Coach arbeiten und bist auch authentisch. Also ich habe ja mein Sportstudium schon fertig gemacht, also seit 2 oder 3 Jahren, glaube ich. Ja. Entschuldigung, da bin ich nicht auf dem aktuellen Stand. Herzlichen Glückwunsch. Und ich will auf jeden Fall mein Coaching sozusagen noch ausbauen und vergrößern, weil es ist sehr, sehr gut angelaufen. Ich habe das seit einem Jahr ungefähr gemacht
Und die Frau, also ich habe super vielen Frauen dadurch helfen können. Und das ist kein Hexenwerk, sondern du musst tatsächlich bereit sein, etwas für dich zu tun. Und davon hast du mega lange was von, auch von ein bisschen vom Mindset. Es sind nicht nur Pläne und Workouts, sondern du musst ein bisschen was in deinem Kopf ändern. Mhm. So nicht den kürzesten, leichtesten Weg nehmen, sondern schauen, dass du langfristig gute Effekte hast, langfristig gesund bist, langfristig etwas für dich tust und nicht nur sagen, oh ja, ich mache jetzt so ein 8 Wochen Crash-Diät und danach geht's mir super und danach fange ich wieder an, so vom Neuen wieder, dieser Jojo-Effekt. So. Ja. Ich denke so, warum machen das Menschen immer die ganze Zeit, wenn das eh nichts bringt? Ja, ja, das ist halt eben was mit Bequemlichkeit zu tun, immer wieder in den alten Trott rein. Ne? Das habe ich bei mir auch lange Zeit gehabt. Als ich als Heilpraktikerin gearbeitet habe, war das so, dass Patienten zu mir kamen und die gesagt haben, die haben Migräne meinetwegen. Und dann habe ich denen halt eine Liste aufgestellt, was sie alles ändern sollen. So, und dann kam dann der Spruch, ja, aber mein Leben wollte ich jetzt nicht ändern. Und dann denke ich mir, ja, aber das ist dann eigentlich vielleicht notwendig, wenn du die Migräne loswerden willst. Ne? Das ist erstaunlich, finde ich auch. Aber ich habe dann einfach auch gelernt, sie so zu lassen. Und sie einfach selber auf den Trichter kommen zu lassen, ne? Weil diese Disziplin, die du hast, ist Wahnsinn. Also ich bin jetzt, auch wo ich dich live sehe und wie du hier so vor mir sitzt, ich glaube, du hast gerade trainiert und du trainierst gleich weiter. Ich bin total geflasht, weil ich, wie gesagt, selber als Laiensportlerin, um mich einfach fit zu halten, und seit Jahren versuche, ein bisschen Muskeln an meinem Bauch aufzubauen. Weißt du, was das bedeutet? Das ist echt krass. Also es war mir eine Freude, mit dir zu reden, liebe Christina. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es weiterhin so gut läuft für dich. Das wird es sicherlich bei deinem Ehrgeiz. Und wir bleiben in Kontakt. Ich folge dir. Und wir schauen mal, wie sich das alles ergibt jetzt weiterhin mit der Gender Pay Gap und mit der medialen Aufmerksamkeit. Ich habe meinen kleinen Teil dazu beigetragen und hoffe, dass das Wellen schlägt. Ja, darf ich noch was sagen? Ja, gerne. Also ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht begrenzt auf irgendwas oder auf ein Geschlecht. Nur sagen, also dass man sagt, ja, ich bin eine Frau und ich habe jetzt nicht die allergrößten Möglichkeiten, weil wir leben in Deutschland, wir haben alle Möglichkeiten. Nur man muss aus seinem Schneckenhaus manchmal rauskommen und da wirklich auch an sich glauben. Auch manchmal fällt es mega schwer, an sich zu glauben, weil die Ablenkung, gerade auf Instagram, ist mega groß. Und viele vergleichen sich extrem mit anderen, was offensichtlich gefaked ist. Und haben halt diese Probleme mit so, ja, wo finde ich mich wieder? Aber ich denke, jeder hat einen eigenen Weg. Jeder kann das Beste aus sich machen. Nur muss dran glauben und dafür bereit sein, hart zu arbeiten. Dann ist alles möglich. So. Und jeder kann es, nur man muss es wollen. Und ja, ich wünsche den meisten, dass sie an sich glauben und ihren Weg gehen. Ja, super Schlusswort. Ich danke dir, Christina. Egal ob Mann oder Frau, wenn man an sich glaubt, ja, erreicht man seine Ziele. Außerhalb jeder Klischees, wie du beweist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und danke. Das möchte ich schon gerne auch darstellen und den Leuten mitgeben, dass nichts so unmöglich ist. Nur wenn die sagen, ja, ich bin so eine Schublade reingeboren, okay, aber du kannst auch da rauskommen. Das ist ja nicht so, dass du da gefangen bist, sondern du kannst alles Mögliche machen, was du in deinem Leben dir vorstellst. Nur du musst es anpacken. Keiner tut es für dich, wenn du nicht selber. Genau. Und du musst sozusagen dein eigener größter Fan sein. Das ist wichtig, genau. Selbstliebe und an sich selber glauben ist absolut das Allerwichtigste. Wenn man das nicht tut, dann, das ist der erste Schritt, finde ich auch. Danke dir, Christina. Ja. Sehr gerne. Danke, dass du heute dabei warst. Falls du ein Wunschthema hast oder dich austauschen möchtest, sende mir gerne eine E-Mail. Die Infos findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.